Ja, herzlich willkommen zurück zu der zweiten Folge vom Let's Play Final Fantasy X. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, mal gucken, was wir heute was so alles geschafft wird in der Folge. Ja, ich gehe mal hier lang. Auch wenn ich es da sehen damit, dass es eine Sackgasse ist, aber man kennt es ja aus RPG-Game. Irgendwo liegen immer Sachen. Heal Potion, schon mal gut. Teilt für 1000 HP. Mal nachgucken. Ja, 1000. Ja. Das ist bestimmt was im Wasser. Ja, sehe ich. Hätte ich ja gar nicht geahnt, dass wir runterfallen. Naja, passiert da. Wo geht's lang? Hier gibt's noch niemals eine Map. Ein bisschen Bahn schwimmen, ne? Ein bisschen was für die Figur tun. Muss man ja so machen. Wo ist das Schwert jetzt her? Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ist ein sehr schwerer Kampf. Jetzt kommt bestimmt was ganz, ganz Böses. Ist doch immer so. Was soll das eigentlich da unten drunter bei dem Viech sein? Ist das der Magen? Ist auf jeden Fall ein sehr nettes Ding. Schwimm, mein Junge, schwimm! Ja, voll in die Wand rein. Schwimm, mein Junge! Bisschen zu fett. Ah, Medi-Chick gebunden, weiß. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Guter Sound von den Footsteps. Need fire.
Okay, wir speichern tun wir noch nicht. Mal ein bisschen in die Ecken abgehen, ne? Die Steuerung war auch. Die war, glaube ich, noch nicht wirklich gut. Oh, Feuersteine. Ich glaube, von unten rechts komme ich. Müsste ich hier hochgehen können. Oh. Ether. Das war Ether. MP, ne? Ein bisschen Äther. Ist hier noch was? Mal gucken. Oh, eine Kiste. Da ja, dann wird's. Und dann. Need food. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. It got. Yay. Oder auch nicht. Ja, gib's ihm. Mit dem Schwert, ja, Crit. Ja, das ist die richtige Einstellung. Erstmal Tür aufsprengen. Ich finde die Anzüge so interessant von der Frau. Ja,
Yeah. You on my side? Cool. Okay. Spezial. Benutzen. Bombt die Scheiße aus ihm raus. Ah, ich habe sonst auch meine Handgranate dabei. Spezial nutzen Handgranate. Easy. Ja, ich habe eine Ability-Spheroid bekommen. Der war doch dafür, dass Sphero-Border bestimmt. Oh nein, das ist ein Mädchen. Macht nur 60 Schaden am Boss, ne? Dem Mob. Wirft Handgranaten, damit sie wenigstens ein bisschen Schaden macht und knockt ihn instant aus. Weiß. Die brauchen auch noch ein Schiff aus. Bisschen zu viel Jahreslicht. Eindeutig. Genau. No offense. Freiwillig. Komplett freiwillig. Was ist denn das hier? Hm, Y ist A. Ein bisschen Albert kann ich. Sprechen wir mal. Ja, wie gesagt, wie viel Jahr? Folgen machen 20 Minuten. Deswegen ja, speichert schon, also keine Ahnung, ich spiele weiter. Eine Panik. Die Schattenswerte der Charaktere entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett Heroin eingesetzt haben. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Wenn Sie das Fernbrett vom Menü aus auswählen, drücken Sie Cursor auf den ausgewählten Charakter. Sie können den Cursor mit bewegen. Wenn Sie auf das Fernbrett stand, sehen Sie Felder. Oh, nein. Auf den Ziel zum Beispiel Abwehrkraft erhöhen und Ability erlernen kann. Die sind genau Aufbaufelder. Nur jetzt freisetzen, diese Aufbaufelder wird aufgebaut.
Der Charakter muss in der Nähe des Auffallfeldes gebracht werden, um es mal zu schicken. Gehen wir jetzt erstmal schrittweise durch. Drücke Sie B. Habe ich gedrückt. Geht der Geist auf den Charakter zurück. Ein Menüfenster öffnet sich. Wählen Sie jetzt bewegen. Bewegen Sie sich auf die bewegenden Felder. Felder, die auf die Sie sich bewegen können, leuchten auf. Aha. Der Bewegungsprioritäten hängt vom SL, vom S-Level des Charakters ab. Deshalb steigt, wenn man die Kämpfe dann unbedingt der AP sammelt. Der Charakter hält nach Kämpfen AP in die zum Erwähnen des Levels nehmen. Wenn Sie sich auf dem Server bewegen, brauchen Sie erst für Level. Nimmt der Charakter nicht an Kämpfen teil, wenn sich weder seine AP noch seine S-Level. So bleibt der Charakter immer schwach. Zurzeit ist wieder Cross auf S-Level 4. Er kann sich also 4 Felder bewegen. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu weit bewegen. Sie können zu dazwischen die Linie auf Felder fassen und damit den Aufbruch etwas verzögern. Bewegen Sie sich also nur ein Feld. Erlernen Sie die Ability Erfolg. Sie brauchen nicht dritte betroffene Feld zurück. Sie können es auch vom Nachbarfeld aus freisetzen. Wählen Sie dies als Zielort. Ist es recht so? Ja. Sie zählen, wenn Sie nochmal gefragt, ob Ihr Anschein gültig ist. Ist Sie das? Wählen Sie ja. Ich weiß verwendlich, Sie können sich nicht mehr umschalten. Okay, möchten Sie darauf verbessern, verfeuern, müssen Sie das Level verbrauchen und zurückkehren. Wenn ein Feld bereits passiert worden ist, verbrauchen Sie für viel dann nur ein Level. Wenn Sie sich jedoch zu entscheiden, natürlich verstehen Sie Ihre Essere. Denken Sie also gut nach, bevor Sie haben. Nun! Wenn Sie sich bewegt haben, sollten Sie jetzt Aufbaufelder freisetzen. Und diese Aufbaufelder freisetzen ist für jeden möglich. Sie helfen beim Beispiel. Zum Beispiel nach einem Aufbaukorrektor. Drücken Sie B. Bewegen. Eine Liste der Sphäre, die Sie besitzen, erscheint. Jeder Sphäre hat eine bestimmte Eigenschaft. Ein Kraftsphäre hat zum Beispiel die Felder Angriffskraft, Abwehrkraft und HP frei. Also, ja. Sie können jetzt auf Aufbaufelder freisetzen, auf denen Sie sich gerade befinden, sowie solche, die sich direkt neben Platz sind. Das heißt also, auf Feld, auf denen Sie sich gerade befinden, erreichen Sie nur das Ability-Feld. Folglich können Sie nur über diese Sphären nutzen. Wählen Sie nun den gewünschten Sphären. In unserer Beispiel haben wir eine Ability-Sphären gewählt, sodass auch nur das Ability-Feld aufleuchtet. Wählen Sie nur das Feld aus. Ein Charakter, das freigesetzte Feld leuchtet auf. Ihr Charakter hat eine Ability-Sphären vor Ort und dafür eine Ability erlernt. Hier wollen Sie den folgenden Parameter wie Angriffskraft, Magie oder die maximale AP bzw. MP-Werte zu steigern. Nutzen Sie mit Kraft, Wohnen und das Zeitsphärin, um die gewünschten Werte zu steigern. Alle Felder, die sich auf dem Sphärin befinden, können von einem beliebigen Mitarbeiter freigesetzt werden. Sie können auch Felder freisetzen, die zuvor von einem Magistreiter freigesetzt worden sind. Die Virus-Dops auf dem Sphärin sind zurzeit nicht passierbar. Wenn es soweit ist, erfolgt eine Erklärung. Die 14 Grundlagen des Sphärin wird verklebt an der praktischen Funktion. Die Durchschnittswissen sind als Y ansehbar. Sie sind viel zu aktuelle Statuswerte. Im Vertrag können Sie Charaktere aufbauen. Mit L, B oder R, B können Sie zwischen Charakteren, die sich bewegen möchten, wechseln. Ja, das ist ein bisschen groß. So viel zu sagen. Bauen Sie nun zu der Kurs auf. Gut. Dann machen wir den mal kurz. Die Frage ist, was will ich eigentlich? Nein. Okay, wir bauen ihn noch nicht auf. Ja gut, dann beenden wir doch jetzt mal die Folge und machen gleich weiter. Weil dazu sind wir schon bei 19 Minuten. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also wie gesagt, mir macht Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet mit einem Like, mit einem Comment, mit einem Abo sogar. Würde mich freuen. Guckt in der Videobeschreibung, da sind ein paar Sachen verlinkt. Da könnt ihr auch immer vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ciao.